Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Immer wieder sehe ich, egal ob im echten Leben bei Workshops oder in Einsendungen von Minecraft, dass es ein paar Dinge gibt, die ihr mit Redstone macht, die nicht so gemacht werden dürfen und wo Fehler drin sind. Und viele von euch fragen sich dann, Joe, warum funktioniert das nicht? Ich hab's doch richtig gebaut. Aus diesem Grund möchte ich eine Art Lernserie veröffentlichen hiermit mit vier Dingen in Minecraft, die du wissen musst. Also die wirklich zwanghaft wichtig sind. Wenn du diese Dinge nicht weißt, dann wird dein Leben in Minecraft ziemlich schwer sein. Und heute möchte ich euch gerne vier Dinge über Redstone zeigen, die ihr auf jeden Fall wissen müsst. Da wird es noch eine ganze Menge mehr geben. Ich werde euch auch vier Dinge über den Komparator zeigen, die ihr wissen müsst. Vier Dinge über den Verstärker zeigen, die ihr wissen müsst, etc. Aber wir fangen heute erstmal an mit vier Eigenschaften von Redstone, die ihr wirklich wissen müsst. Wenn ihr gut in Redstone werden möchtet, dann sind das Dinge, die ihr einfach auswendig immer wissen müsst. Also behaltet euch die Sachen, die ich euch heute im Video zeige, möglichst gut und benutzt dieses Wissen bei euren Redstone-Schaltungen. Glaubt mir, dann wird alles einfacher und ihr werdet viele Fehler vermeiden. Erstens, ihr solltet natürlich wissen, das ist so eine trivial, also ganz einfache Sache, aber vielleicht auch einigen nicht klar, Redstone läuft maximal 15 Blöcke lang. Ich meine, viele Redstoner klatschen sich jetzt vor den Kopf und sagen, hier ist doch irgendwie klar. Nein, es ist eigentlich nicht, denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke lang läuft er, danach ist er aus und bepowert nichts mehr. Wie lösen wir das Problem? Zwei Möglichkeiten, eine Form von Verstärkung, eine neue Form von Stromquelle setzen. Jede Stromquelle in Minecraft sondert in der Regel eine maximale Stromstärke aus, dann 15. Jedes Mal, wenn Redstone 1 weiterläuft, verliert Redstone einmal diese eine Stromstärke. Klingt soweit einfach, aber ihr müsst doch immer mal nachdenken, welche Konsequenzen das hat. Das bedeutet, wenn ihr eine etwas größere Schaltung baut, in verschiedenen Bereichen und ihr baut beispielsweise auch Treppen, die rauf und runter gehen, dann verliert zwar Redstone auch eine Stromstärke, aber es gibt besondere Eigenschaften, die ihr mit Redstone habt, wenn ihr mit Blöcken arbeitet. Und das führt mich gleich zur zweiten Sache. Redstone kann Blöcke elektrifizieren. Das ist eine super, super wichtige Sache. Also, ihr könnt Maschinen in Minecraft nutzen, das seien jetzt Kolben, das können Lampen sein, TNT, das kann alles halt sein, was mit Redstone gepowert werden kann, das heißt, was Redstone benötigt, um zu funktionieren. Und das könnt ihr einmal eben halt, indem ihr das Redstone direkt anschließt. Und auch hier müsst ihr aufpassen, was genau anschließen bedeutet. Ihr seht, in diesem Fall ist das Redstone nicht mehr verbunden. Ihr müsst also versuchen, dass das Redstone möglichst immer genau bei der Maschine ist. Manchmal könnt ihr es drauf machen, manchmal nicht. Aber Redstone hat auch die Eigenschaft, einen Block zu elektrifizieren, einen Block unter Strom zu setzen. Dann leitet dieser Block das Redstone-Signal durch sich durch weiter an andere Blöcke. Und jetzt fängt es an, lustig zu werden. Denn das ist auch so eine einfache Sache. Und jetzt müsst ihr über die Konsequenzen nachdenken, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wirklich jeden einzelnen Block, den Redstone berührt, elektrifiziert wird. Das heißt, auch der Boden ist jetzt gerade elektrifiziert. Diese ganzen Blöcke stehen unter Strom. Das heißt, wenn ich hier Kolben hinsetze, seht ihr, klappen diese Kolben an dieser Stelle aus. So, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Block elektrifiziert werden kann. Möglichkeit 1 ist schwach, indem einfach nur das Stromsignal reinläuft, da drüber läuft oder irgendwie Kontakt mit dem Block hat. Und die zweite Möglichkeit ist eine starke Elektrifizierung, zu der ein Verstärker und ein Komparator in der Lage sind. Kurz an dieser Stelle der Unterschied zwischen Verstärker und Komparator ist, dass der Verstärker das Stromsignal wieder auf seine maximale Stufe herstellt. Das heißt, hier ist es 15, 14, 13, 12, 11. Dieses Stromsignal hat noch eine Stärke von 11. Wenn wir F3 drücken, sehen wir das sogar hier links, hier rechts, Power 11. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier vorne Redstone hinsetzen, seht ihr, dass der Verstärker wieder Power 15 auf der anderen Seite hat. Also der Redstone wurde wieder zurück verstärkt. Wenn wir allerdings einen Komparator nehmen, sehen wir, dass die Power 11 durch den Komparator durchgeht und auf der anderen Seite herauskommt. Also er verstärkt nichts, er vergleicht etwas. Das ist nochmal für ein anderes Video wichtig. Trotzdem, meine Damen und Herren, haben beide Blöcke die Eigenschaft, also Komparator und Verstärker, einen Block stark zu elektrifizieren. Das bedeutet also, dass dieser Block unter Strom steht und den Strom sogar auch noch weitergibt. Also er verhält sich ganz normal wie ein elektrifizierter Block, nur mit der Besonderheit, Strom wird weitergegeben. Egal wo, also unter dem Block, neben dem Block, über dem Block, überall wird halt Strom weitergeleitet. Verstärker als verstärkte Version und im Komparator als einfach nur durchgeleitete Version. Das heißt, ihr könnt den Komparator sehr, sehr gut benutzen, wenn ihr eure Stromstärke nicht verlieren möchtet und trotzdem den Strom durch einen Block leiten möchtet. So, und aufgepasst mit der Elektrifizierung, da kommt nämlich gleich zur dritten Sache, die ich euch erzählen möchte, und zwar das Verhalten von Butt-Switchen. Das ist eines der unangenehmsten Dinge im Redstone-Bereich und hier sind die meisten Fehlerquellen. Wenn ich jetzt diese Schaltung hier baue, dann seht ihr, dass einmal dieser Block hier unter Strom steht, der Block unter Strom steht und dieser Kolben zwar keinen Kontakt mit diesen Blöcken hat. Ihr seht, der ist zwar hier diagonal verbunden, aber er hat
streng genommen keinen Kontakt mit den Blöcken. Und trotzdem steht der Kolben mehr oder weniger unter Strom. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Block hier hinsetze, seht ihr, klappt sich der Kolben aus. Das ist auch der Grund, warum, wenn ihr beispielsweise jetzt hier eine Fackel hinmacht, dieser Kolben ausklappt. Eben, weil die Fackel genauso funktioniert wie ein Block, nur dass sie halt dieses Update, wie wir dazu sagen. Update bedeutet also einmal den Kolben daran zu erinnern, ey Moment, du müsstest ausgefahren sein, nach dem Motto, ich baue einen Block hier und ab. Das ist ein Update. Und das führt die Fackel von alleine aus. Das Update ist quasi die vierte Sache, die ich euch über Redstone noch auf den Weg geben möchte. Und zwar, ihr müsst immer aufpassen, dass Redstone in der Nähe von Dingen Dinge updaten kann. Dein bestes Beispiel ist Wasserphysik in Minecraft. Wenn ihr ein Wasser nehmt und ihr lasst das Wasser jetzt hier so runterlaufen und ihr macht diesen, lassen wir es mal so machen, und ihr macht den Block hier weg. Ja, gut, das ist ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Warte, wie kann ich das euch simulieren? Ja, ihr könnt sowas machen. Ihr könnt einen Wasserkanal machen. Und ihr lasst jetzt das Wasser hier einmal runterlaufen. Und ihr macht das hier wieder zu. Dann seht ihr, läuft das Wasser in eine Richtung, aber nicht mehr in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt hier eine Redstone-Leitung entlangziehen, seht ihr, allein schon das Redstone-Leitung entlangziehen sorgt dafür, dass das Wasser in die andere Richtung fließt. Also, ja, nochmal hier einen Block hin. Ich kann jetzt den Block wegmachen, weil Wasser sich immer den nähesten Block sucht. Keine Sorge, ich würde euch auch nochmal vier Dinge über Wasser sagen, die ihr wissen müsst. So, und wenn ich jetzt diesen Block wieder zumache und allein diese Redstone-Leitung, die überhaupt keinen Kontakt mit dem Wasser hat, unter Strom setze, seht ihr, geht das Wasser raus. Und zwar ist das eben diese Sache, dass Redstone die Blöcke um sich herum updatet. Das heißt, dieses Block, der Block bekommt ein Update, die Blöcke darunter bekommen Update und dadurch kriegt natürlich auch so ein Wasser ein Update. So, und das ist genau diese Sache mit dem Kolben. Wenn ihr zum Beispiel eine Redstone-Schaltung habt, wo ihr einen Kolben habt, den ihr an- und ausschalten möchtet, und ihr habt plötzlich ein Kabel, was über den Block drüber läuft, dann ist es bei vielen von euch vielleicht so, dass es euch aufgefallen ist, Moment, der Kolben fährt sich ja gar nicht ein. Ja, weil das Kabel hier oben an ist. Und selbst wenn das Kabel hier oben ausgeht, ist der Kolben immer noch nicht eingefahren, weil der Kolben erst geupdatet werden muss. Wie könnt ihr dieses Problem vermeiden? Denkt an die Elektrifizierung. Sucht nicht nur nach Redstone in eurer Schaltung, sondern sucht auch nach Blöcken, die von Redstone unter Strom gesetzt worden sind. Beispielsweise der Block hier. Und hier können wir einen ganz einfachen Trick machen. Es gibt nämlich Blöcke, die können keinen Strom leiten. Beispielsweise können wir einfach mal so einen einfachen Aufbau machen. Es gibt Blöcke, die leiten Strom. Beispielsweise auch Dropper und Spender leiten Strom. Kolben leiten wiederum keinen Strom. Also achtet gut darauf, wie sich Blöcke verhalten. Notenblöcke leiten Strom, aber beispielsweise, wenn wir jetzt mal vergleichen, Glasblöcke leiten keinen Strom. Dann natürlich, und das ist halt auch wichtig, Slabs leiten in der Form und in der Form keinen Strom, allerdings als Double Slab Strom. Also meistens ist die Regel, alle festen, soliden, ganze Blöcke leiten Strom. Was wir hier machen können, ist folgendes. Wir können einfach hier eine Slab hin tun und unseren Strom weiterleiten. Und ihr seht, das Buttswitch-Problem ist behoben. Der Kolben hier unten läuft ganz normal. Achtung, Buttswitch gilt nicht für alle Maschinen und Dinge in Minecraft. Also für Kolben gilt das vor allem. Ihr könnt das relativ schnell ausprobieren, indem ihr diesen Aufbau nachbaut. Ihr könnt einen Kolben hinsetzen, wenn er sich ausfährt, Buttswitch. Das gleiche gilt auch für einen Dropper. Hört mal hin. Ihr seht, der Dropper wird ausgeführt. Und das Problem ist, er wurde jetzt einmal ausgeführt und er ist permanent an. Das heißt, wenn ihr jetzt Sachen in den Dropper reintut und ihr macht hier einen Strom rein, kommt nichts mehr raus aus dem Dropper. Auch das ist vielleicht ein Problem, über den viele Redstoner stolpern. Ich sehe das immer wieder, dass Leute das bauen und dann wirklich zum Tode sich zerbrechen und überlegen, warum? Warum zum Kuckuck gibt er keinen Strom mehr raus? Wo ist das Problem? Das Problem ist hier oben, diese Leitung. Diese Leitung fremdbebaut ihn. Also einmal so machen, updaten und schon läuft es wieder. Ihr seht, jetzt kann der gute Junge auch wieder ganz normal Items ausspucken. Ach so, noch was. Wenn ihr hier einen weiteren Dropper daneben macht und ihr habt einen Redstone, was hier reingeht, ja, dann wird ein Item durch die beiden Dinger durchgeleitet. Das ist auch ziemlich spektakulär. Ich würde es immer mit einem Verstärker machen, dass es nicht schief geht, weil ja erst der hier aktiviert wird, aber gleichzeitig unter Strom steht und den nächsten aktiviert und unter Strom setzt. Das heißt, ein Item wird durch zwei Dropper durchgeleitet. Hier seht ihr nochmal richtig, wie dieses Update-Verhalten geht. Wenn ihr jetzt mehrere Dropper in Reihe schaltet, könnt ihr rein theoretisch auch mit einem Redstone-Kabel hier oben diese Dropper ausführen. Das heißt, ihr könnt hier oben ein Redstone-Kabel hinsetzen. Und dieses Redstone-Kabel hat zwar keinen Kontakt mit den Droppern, aber setzt sie zumindest schon mal unter Strom. Und wenn jetzt ein Update ist, aktivieren die sich. So, und das Update könnt ihr sogar erzwingen in Minecraft, indem ihr beispielsweise einfach eine Powered-Schiene hier oben hinpackt. Die Powered-Schiene wird durch das Strom ja auch angemacht, durch den Strom angemacht und erinnert diese Dropper daran, dass sie geupdatet sind. Also, alle Dropper
aktivieren sich gleichzeitig durch die Schiene. Das habt ihr vielleicht mal bei vielen großen YouTubern wie Mambo Jumbo oder El Mango gesehen, dass die eben sowas benutzen, um ein Update zu erforschen und zu erzwingen, weil diese Butt-Switch-Logik, also diese Tatsache, dass Blöcke gepowert werden können, ohne wirklich gepowert zu sein, natürlich viele Vorteile birgt. Insbesondere könnt ihr damit Schaltung relativ kompakt machen. So könnt ihr beispielsweise eine Dropper-Reihe von oben bepowern, ohne Gefahr zu laufen, dass hier irgendwas schief geht. Jetzt werden einige von euch sagen, ja Moment, warum sollte ich das so machen? Warum kann ich nicht einfach beispielsweise jetzt hier Strom drüber laufen lassen? Ja, das könnt ihr. Das wird auch in den meisten Fällen funktionieren, allerdings nicht in jedem Fall. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, dass die Dropper als Block gelten. Das heißt, die werden jetzt auch unter Strom gesetzt und aktivieren vielleicht per Butt-Switch Dinge, die ihr gar nicht aktiviert haben wollt, wegen der Butt-Switch-Logik von Minecraft. Also, Butt-Switch, elektrifizieren, Stromstärke und Updates. Das sind vier Dinge, die ihr immer über Redstone wissen müsst, wenn ihr mit Redstone arbeitet. Und dann wird das Leben relativ einfacher. Möchtet ihr noch mehr von diesen Videos haben? Möchtet ihr mal ein bisschen etwas auch über den Verstärker wissen, über den Komparator wissen? Ich habe zwar mal so ein Alles-Über-Video gemacht, wo ich mir einen Blog angeguckt habe, aber ich glaube, so eine Art Schulungsvideo, wo ich euch einfach vier Dinge zeige, die ihr wissen müsst, ist viel einfacher, denn ihr könnt euch diese vier Dinge einfach aufschreiben, behalten. Ihr könnt euch ein kleines Hausaufgabenheft anlegen und die Sachen reinschreiben. Und glaubt mir, Leute, Redstone ist reine Übungssache. Jeder von euch kann mindestens genauso gut werden wie ich, wenn auch nicht besser. Jeder von mir kann auch so gut werden wie Mambo Jumbo, El Mango etc. Es erfordert einfach nur viel Denkarbeit, denn auf der einen Seite müsst ihr überlegen, was eure Redstone-Schaltung soll, auf der anderen Seite müsst ihr all diese Dinge im Hintergrund behalten, wenn ihr eine Redstone-Schaltung baut, beispielsweise hier, ich habe einen Dropper, der sowas ausspucken, aber Moment, ihr müsstet sofort sehen, hier ist ein Butt-Switch, das ist gefährlich, bloß nicht machen, also nicht gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao Leute.